Jo, hallo liebe Freunde, hier bei Let's Play Child of Light mit mir, dem Perzern-LP. Wir könnten jetzt zum Endgegner gehen, aber ich sage euch, wir leveln vorher noch ein wenig. Dann bekommen wir zwar weniger von der Story mit, aber das ist doch wichtig, damit wir da gegen den Endboss doch mehr Chancen haben. Das heißt, jetzt mal ein Level-Part gegen 4-5 Monster und dann im nächsten Part den Endboss klatschen. Genau, das sind ja alles Elektromonster, soweit ich mich da richtig erinnere. Und Blitzschlag. Irgendwie kommt mir der recht gefährlich vor. Das sollte ihn halbwegs schon mal LP abziehen. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Wäre lobenswert. Ach, der hat auch einen Bogen. Wo auch immer der den her hat. So, unser guter alter Junge, der sammelt mal Kraft. Und mit ihm gehen wir in Verteidigungsposition. Und der sammelt auch Kraft, aber ich hoffe mit dem Donnerschlag, dass wir den dann mit einem Hieb sozusagen niedermachen. Er ist recht schnell, kommt mir vor. Vielleicht können wir ihn jetzt zurückschlagen. Hat ihn nicht zurückversetzt. Leider. Ach, das ist nur ein Lichtangriff. Okay. War jetzt nicht allzu gut. Tödliche Schuppen. Ja, die sind in der Tat tödlich. Jetzt dürfte der Junge mal hinüber sein und dann haben wir nur noch dieses, weiß ich nicht, Fischbogenblitzviech. Ja, der ist weg vom Fenster. Jetzt bleibt nur noch der übrig. Auch ein Blitzangriff. Auf wen geht der wieder? Nee, doch nicht. Na komm, Finn, du schaffst das. Immer noch nicht tot, aber er ist schon erschöpft. So, dann tauschen wir dich gegen Aurora aus. Weil du hast einen Hieb drauf, den ich mit Blitz verstärkt habe, mein gutes Mädchen. Na komm, überhol das blöde Vieh. So, weg ist es, das verdammte Blitzen. Na, egal. Ja, gerade kein Level up, aber unser Golem, Rubella, wie auch immer er heißt, die neue. So, dann setzen wir die natürlich mal ein. Überrumpelung alle endlich. Perfekt. So, wer hat denn noch? Tristis. Dün, dün, dün. Donnerschlag, eine bessere Attacke jetzt.
So, was könnte unser Golem? Gehen wir darauf. Gehen, wo hast du die Magie nur so schnell erlernt? Im Buch der piskianischen Zauberer lese ich gern. Wo sind denn die nächsten Gegner? Ah, da schwirrt eines herum. Blenden und angreifen, blenden und angreifen. Ach, drei Gegner. Einfach weil sie können. Ich glaube, die machen wir nacheinander kaputt sozusagen. Wir machen auch einen Hieb gegen das Vieh da links oben. Boah, warum tut das nur 12, wenn er verwundbar ist gegen Blitze? Finde ich irgendwie unfair. Haben die wieder Leben bekommen oder wie? Nein, stirb nicht, Finn. Ja, müssen wir einen Trank geben. Wobei ich glaube, ich hätte ihn tauschen sollen. Wäre wahrscheinlich klüger gewesen. Sternenlicht gegen alle. Ja, geht sich aus sogar. Vielleicht setzen wir damit alle auch zurück. Jawollo. So, dann tauschen wir mal gegen Gen. Dann setzen wir mal Aurora nach vorne und machen wieder ein Sternenlicht, würde ich sagen. Wie weit werde ich denn nach vorne ge... Okay, werde ich gar nicht. Ist in Ordnung. Ist nicht so gelaufen, wie ich mir das erwartet habe. Ja, besonders weil sie jetzt gelähmt ist. Finn noch mal mit einem Blitzschlag. Die Viecher sind so scheißstark, das ist abnormal. Der ist immer noch nicht hinüber, versteht ihr? Verdammt, das wird... Das läuft schief, ja. Ah, meine Nerven mit diesem Spiel. Tja, das ist wieder mal vorbei. Das ist eine Katastrophe. Ey, Junge. Oh. Ah. Haben wir denn die... Ach so, okay, das ist uns erhalten blieben wenigstens. Dann leveln wir nochmal gegen diese Gruppierung. Na komm. Die war um einiges leichter.
Die Lichtattacken sind nicht so schlecht gegen diese Monster. Ziehen doch einiges ab. Und vor allem die Blitzschläge, die tun ihnen weh. Deswegen würde ich mir wünschen, dass Finn ein bisschen stärker ist. Ah, jetzt können wir dann gleich gegen alle das Sonnenlicht einsetzen. Beziehungsweise ich meine den Licht... Nee, doch, Sternenlicht. Weil die halten so wenig körperlichen Schaden aus, kommt mir vor. Bisschen heilen wieder. Und Finn mit dem, hoffentlich ging den da oben wenigstens letzten Schlag. Nein, natürlich nicht. Ah, zurückgesetzt worden von dem kleinen Hodenkobold. Finn ist wieder ein bisschen im Arsch. Den wird Finn, glaube ich, alleine auch besiegen jetzt mit dem Blitzschlag. Hoffen wir es mal. Währenddessen gehe ich auf das andere Vieh. Ja, das ist mal erledigt wieder. Weil er doch verwundbar ist gegen Blitz. Boah, gerade noch überlebt. Finn, den müssen wir jetzt fast austauschen. Schauen wir mal, was ein Hiebe jetzt diesmal ausmacht. Dann holen wir jetzt Rubella rein. Rubella könnten wir auch den Blitz eigentlich herhauen. Ja, 58, das ist in Ordnung. Aber die ziehen mir immer ein Drittel vom Leben ab mit einem Angriff. Das tut dann doch weh. So, gegen wen tauschen wir dich aus? Gegen Oengus. Dann heilen wir mal Rubella wieder. So, und jetzt haben wir wieder alle volles Leben. 10.500 EP bekommen. Dann müssen wir alle noch weiter rauf. So, vor allem Rubella will ich dann... Da tun wir die Verteidigung. Bei Finn... Boah, da müssten wir fast zum Donner weiter, da nach vorne irgendwie. Blitzschlag alle. Tristis kann jetzt verteidigen, plus 2. Und bei ihr... Was machen wir denn? Die ist nur gegen dunkle Kreaturen. Sind eigentlich alle Gegner dunkle Kreaturen? Ach, sie hat gar kein Okuli. Na, schau.
Das wird Wasserwiderstand sein, denke ich mal. Dann nehmen wir das. Kleine, wie alt bist du denn? Ich bin fast 10. Ach, grad wie ich, noch der Jüngste. Nu ist gehen. So, und versuchen wir es nochmal gegen das Vieh da oben. Wo auch immer es jetzt herumschwirrt. So, Angriff. Gegen diese drei Eisviecher. Dann überrumpeln wir mal alle mit einem Blitzangriff. Oh, tut eigentlich, stört die wenig. Wisst ihr was, da holen wir jetzt zum Beispiel Tristis und gehen auf die Verteidigungsposition, auf die Superverteidigungsposition mit ihm nämlich. So, jetzt ist sie wasserresistent. Das werden wir mit allen machen. Und die Eile erhöhen. Dann sind die zwei einfach so unglaublich schnell. Dass sich die noch wundern werden. Nur der mittlere lässt sich da ein wenig irritieren. Also die anderen zwei, die sind gegen körperlich Schaden gut gewappnet. Ausgewichen. Das gefällt mir natürlich. Gegen wen geht der Angriff? Auf alle. Verdammt, zurückgesetzt. So, wen könnten wir denn holen? Holen wir Oengus. Es tut denen so wenig, das stört mich ein wenig. Mittlere ist aber auch noch nicht mal ein bisschen erschöpft. Ja. Heilt euch, ist in Ordnung. Ich tausche sie jetzt gegen Robert aus, um mit ihm in die Verteidigungsposition zu gehen. Na, schau. Läuft doch dann schon viel besser. So, jetzt merke ich mir, das ist der obere. Den kann ich auch, auch austauschen. Gegen Finn. So, schauen wir mal, wie viel so ein Pfeilregen, denn wie viel Schaden der denn macht. Auch nix im Prinzip. Ganz, ganz minimal nur.
Boah, die Gegner, die sind so extrem stark. Und Finn ist halt gegen körperlich Schaden nicht gar so gut ausgerüstet. Ja, kann sie die? Ich glaube fast nicht. Ja, kann er? Oh, sie überholt ihn sogar. Wahnsinn. Und vielleicht schaffen wir jetzt den oberen mal wegzubekommen und dann denke ich, sollten wir es insgesamt das Match sozusagen gewonnen haben. Ja, der ist weg. Weg vom Fenster, in Staub aufgelöst. Ah, der sammelt Kraft. Dann gehen wir auf ihn. Einem Sonnenstrahl nämlich. Weil der sollte nicht mehr allzu viel haben. Mit Rubella und Tristis haben wir doch auch schon ausgeteilt. Zur Sicherheit heilen wir jetzt mal. Ja, ja, er ist schon erschöpft. Das könnte jetzt sogar gut gehen. Ja, das geht sogar gut. Er ist zwar gelähmt. Ja, ich kann jetzt eh nicht viel machen. Ah, er bewegt seinen Status sogar wieder. Den tauschen wir dann aus, den guten alten Finn. Gegen wen denn? Gegen unseren Golem. Schauen wir mal, ob der was ausrichten kann. Einfach mal zerschmettern. Nee, das macht leider nichts, aber hat wenigstens den Angriff abgebrochen. Ah, jetzt kommt Wasser des Lebens, selber geheilt, 195, willst du mich verarschen? Und dann tue ich ihm 13 Schaden anrichten. Schon irgendwie traurig. Wer ist denn dran? Da holen wir aber jetzt Oingos rein. Ah, 25 wenigstens unterbrochen. Und einen kleinen Lichtstrahl abfeuern. Ah, den werden wir nicht mehr so, oder? Konsequent können wir. Schaffen wir es. Nee, ich tausche dich gegen Finn aus. So, Aurora hat den schon mal überholt. Der Angriff wurde auch unterbrochen und jetzt kommt nochmal Finn mit einem Blitzschlag, der ihm hoffentlich die Rübe wegbläst. Ja, tut es sogar. 16.000 EP, das lässt sich mal sehen.
So, die haben wieder fast alle einen Stufenaufstieg. Ich glaube, wir müssten so auf Level 40 kommen. Mit allen, damit wir da gut mitkommen. So, bei ihm. Das da. Was können wir bei ihm denn jetzt da effektiv? Yeah, zerschmettern alle. So, Okuli. Das ist gut. Machen wir bei ihm das. Erhöht den Wasserwiderstand. Da haben wir nur das da. Nein, nein. Da will ich bei allen. Du hast noch gar kein Okuli. So. So. Und bei dir erhöhen wir das Leben. Ah, bei Tristis, da warten wir noch ab. Lichtschaden, wir wollen aber Blitzschaden. Da wollen wir auch den Wasserschaden. Bei dir ist es eigentlich egal. Blitzschaden gegen Wasserschaden. Ah, nee, das brauchen wir nicht. Erhöhen wir auch das Leben. Und bei dir auch den Wasserschaden. So! Hey Oingus, was hast du nur mit der Rüstung vor? Oh, ich bin kleiner als ihr, veralbert der mir. Hat der gar keinen Sinn für Humor? Frag ihn. Nee, det überlass ich dir. Ist da etwas? Nope. Dann versuchen wir nochmal den Endboss-Fight da. Wird ja wieder ein übelst langer Part hier bei Child of Light. Was ist das für ein Krach? Ich weiß es nicht. Hey, da oben, da schwirrt was herum. Bleib dort, sei hellwach. Ja, ja, der ist schon größer als die anderen. Epische Kampfmusik. Oh. Finn ist im Arsch. Super. Dann tauschen wir dich gegen Robert aus. Und hoffen, dass die jetzt mal alles... Ja. Perfekt. Scheiße, der macht mal deinen Rückangriff. Das ist mal gut. Jetzt kommt die tausendmal dran, aber wir können mit Robert verteidigen. Ein schauriger Schlag gegen Robert. Er ist wasserresistent. Was? Habe ich ja komplett übersehen. Ja, du musst einen Trank nehmen.
mein guter Freund. So, und dann ihn gleich abwehren. Komm, komm, komm. Ich muss ihn einfach überholen. Ja, und ich habe sie auch zurückgeworfen sogar. Aber sie wollen einfach nicht sterben. Nur der obere, der ist schon ein bisschen... erschöpft. Verteidige dich, Aurora. Ah, genau jetzt werde ich angerufen. Ich muss kurz eine Pause machen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Schauen wir mal, was machen wir denn? Wir tauschen ihn aus. Ah, gegen wen? Gegen Oengus. Machen den Donnerschlag gegen ihn. Und zögern den Rest raus. Und der ist mal weg. Komm, komm, Aurora. Du bist stark, du bist schnell und du schaffst das sogar. Ich bin stolz auf sie. Jetzt überholen sie uns. Wir können dann aber in Verteidigungsposition gehen. Das ist schon mal gut. Dass wir dann gleich den Gegenangriff machen können. Nein, jetzt ist er gelähmt. Tauschen wir gegen wen denn? Gegen Rubella. Und greifen alle an. Oh, er hat sich wieder Leben geholt, aber solange den da unten nicht unbedingt wieder was gibt. Verfluchte Gruft. So, wir greifen wieder alle an. Wann kann denn Oengus wieder weitermachen? Jetzt endlich. Jetzt mal das Kleinvieh wegbekommen. Und wir haben sie sogar nochmal überholt, den Endboss-Gegner. Aber er will irgendwie nicht sterben, kommt mir vor. Ein schauriger Schlag war das jetzt. Tauschen wir wieder. Ja, gegen den Golem. Was soll's. Dann zerschmettern wir halt alle. Noch 95 Leben hat er. Yes. Und jetzt ist er weg. Und jetzt sind wir am Zug. Aber sowas von.
Jetzt haben wir den sogar überholt. Jetzt traue ich mir sogar, Finn zu holen. Wir machen einen Blitzschlag. Komm und heil ihn ein wenig. So, gehen wir mit ihm in Verteidigungsposition. Was soll's? Ach, er sammelt nur Kraft. Wenn man das vorher wüsste, ne? So, ein Blitzangriff. Aber er ist noch nicht erschöpft. Es könnte noch ein wenig dauern. Aber immerhin, wir holen uns immer wieder kritische Angriffe. Zum Glück sind wir wasserresistent. Einmal traue ich mich noch, mit ihm da einfach so ohne Lebensdrang anzugreifen. Hoffentlich ist das nicht zu viel Risiko, dass ich eingehe. Wo ist denn Tristis? Hier. Dann überholen wir ihn nochmal mit der Überrumpelung. Und können dadurch sogar zurückschlagen. So. Heiltonikum bitte. Na schau. Und verteidigen. Und wir haben die stärkere Verteidigung, nämlich die doppelte. Hat der keine Oculi? Verdammt, ich glaube, ich habe ihm ja keine Oculi gegeben. Jetzt tut ihm das umso weniger weh, wenn ich ihn treffe, natürlich. Er ist immer noch nicht erschöpft, also das kann noch dauern. Machen wir mal Sternenlicht. Zieht ihm auch genug ab. Aber sie braucht weiterhin ein bisschen Heilung. Oh, wie viel kritische Treffer kann der denn noch einstecken? Manometer. Schauen wir mal, wie viel ein normaler Hieb so ausrichtet. Ja, nicht viel. Nee, ich brauche einen Trank. Die braucht, das braucht dann Aurora genauso. Dann zahlt es sich gar nicht aus. Da. Ah, ja, das da. Ah, wir haben ihn mit Finn wieder überholt. Jetzt können wir wieder einen Blitzangriff starten und die Vorbereitung eventuell stören, und so kommt dann vielleicht wieder Aurora zum Zug.
Fürchterlich, dieser Gegner. Ja, endlich ist er erschöpft auch, also wird doch Zeit. Wieder den Angriff unterbrochen. Aber er wird noch nicht erledigt sein, wahrscheinlich nach den nächsten zwei Angriffen erst. Besonders da er immer wieder unterbrochen wird in der Vorbereitung. Das ist so ein Teufelskreis jetzt für ihn. Das geht jetzt munter so weiter. Bis wir natürlich wieder einen Trank nehmen müssen, weil uns die Magiepunkte ausgehen. Ah, schaut, geht sich schon jetzt wieder nicht aus. Ah, wir tauschen ihn einfach. Gegen Oingus. Der darf ja auch nochmal. Dann heilen wir dem guten Jungen auch ein wenig. Verteidigen uns mit Finn. Mach mal alles auf Sicherheit, damit der ja nichts schief geht. Ach, der braucht jetzt einen Heiltrank. Da heilen wir uns aber auch insgesamt wieder. So, gegen wen tauschen wir dich denn? Gegen Aurora wieder. Damit die Magiepunkte wieder aufgeladen werden. Wieder ein bisschen heilen, der macht doch recht viel Schaden. So, aber jetzt hoffe ich, ist es vorbei nach den Angriffen hier. Einmal Elektroschock, einmal Blenden. Ja. War nur einmal mit dem Defibrillator rein. Ach du Scheiße, bekommt ihr wieder zwei Level ab. So, Aurora, Tristis, Golem, Finn, Rubella, Ungeon, Robert, Gen. Ich kenne die Namen. Was ist da unten irgendwas? So, was ist denn da drinnen zum Beispiel? So Leute, und hier sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich sage wie immer danke fürs Zusehen, euer Partian LP. Tschüss Leute.